Animationen werden ja verwendet, um verschiedene Elemente auf einer Folie erscheinen oder verschwinden zu lassen. Wenn du jetzt aber einen Übergang von einer Folie zur nächsten machen möchtest, dann verwendest du die sogenannten Übergänge, die einen eigenen Reiter haben. Wenn ich da wieder alle Optionen einblende, so siehst du, hier hat es sehr viele, zum Teil sehr effektvolle Übergänge, so einen würfelförmigen, einen Türübergang, Bienenwabe, Glitzern und so weiter. Du kennst mittlerweile wahrscheinlich meine Meinung dazu. Meist lenken solche Übergänge vom eigentlichen Inhalt ab. Den Übergang, den ich am brauchbarsten finde, ist verblassen. Oder man würde vielleicht eher von Überblenden sprechen. Den wähle ich nun aus. Das ist früher schon bei sogenannten Diaprojektoren möglich gewesen, das eine Dia zum nächsten zu überblenden. Ich habe das jetzt für diese Folie gemacht. Also von der vorhergehenden zu dieser wird überblendet. Wenn ich jetzt das für mehrere weitere machen möchte, so muss ich das nicht jedes Mal einzeln einstellen, sondern ich kann mit der gedrückten Umschalttaste alle diese Miniaturen auswählen und jetzt diesen Übergang für alle auf einmal auswählen. Übrigens, der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass du da natürlich auch wieder einen Sound einblenden kannst, dass du die Dauer bestimmen kannst, dass dieser Effekt für alle übernommen werden soll und was das dann auslöst. Also anstatt des Mausklicks könntest du auch sagen, dass jede Folie für eine bestimmte Zeit angezeigt wird. Das macht dann Sinn, wenn man diese Bilder als selbst ablaufende Präsentation verwenden möchte. Ja, und jetzt schauen wir das mal an. Ich gehe zur ersten Folie und spiele die Präsentation ab. Das war jetzt ein harter Übergang. Jetzt werden da die einzelnen Zeilen eingeblendet und ab jetzt siehst du, wird von Folie zu Folie weich überblendet. Wieder mal eine Gelegenheit, um die Präsentation zu speichern. Wie immer der Kurzbefehl Steuerung S.